Volksgenossinnen, Volksgenossen, am 1. September dieses Jahres finden in Thüringen Landtagswahlen statt und wir haben eine große Erfahrung im Ablauf von Wahlen und wir können garantieren, sie werden anständig und ehrlich verlaufen. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen großartigen, impulsiven, keltischen Marstag wünsche ich dir heute. Und ich habe mir gedacht, warum nicht machen wir einen kleinen Abstecher, schauen wir uns einmal die Wahlen in Thüringen an vom 1. September 2024. Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr. Habe ich das irgendwo? Na, das habe ich vielleicht wieder mal gelöscht, aber ist egal. Ich habe nachgeschaut, 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet und wir sehen hier zunächst einmal einen Aszendenten Jungfrau. Soll ich es kurz machen? Ich meine, wir können, machen wir es kurz. Ja, ja, passt schon, machen wir es kurz. Neptun am Aszendenten. Also mehr brauche ich, glaube ich, noch mal sagen, oder? Wenn du hier abbrechen möchtest, ich glaube, du weißt, du hast jetzt alles erfahren, was man über diese Wahl, Entschuldigung, was man über diese Wahl erfahren kann. Mehr kann man dazu, braucht man eigentlich nicht mehr sagen, oder Neptun am Aszendenten sagt eigentlich schon alles. Wir haben in der alten Zahlenreihe die 18 an letzter Stelle, die 18 an letzter Stelle, der Betrug, der Beschiss, so ein Wahnsinn, was die Zahlen uns da sagen mögen, ist ein Wahnsinn, gell? Aber wurscht, tun wir so, also schauen wir es uns einmal ganz offiziell an. Wir haben einen Aszendenten Jungfrau, wie viel haben wir da, 21, irgendwas habe ich da mich falsch erinnert, 6, ja knapp, bitte nur um 5 Grad verschätzt, also bitte, das ist ja fast eine Sensation. 26 Grad sind natürlich von 25 bis 27 Grad 30 Wassermann gerade. Da ist viel Unruhe, da ist schon stark Strom drinnen, obwohl ja Aszendent Jungfrau ruhig, überlegt, planvoll, keine Wellen, also keine Wellen übersetzt. Braucht niemand genau was wissen. Braucht niemand wissen, denn Merkur herrscht ja nicht nur als über das erste Haus als Geburtsregent, sondern er ist auch Herrscher des 12. Hauses. Das ist ein Superfaktor. Und er ist auch noch Herrscher des 10. Hauses. Ja, bitte. Leidgeprüftes Wählerherz, was willst du mehr? Also da ist ja alles in einer Hand. Da ist ja hier, das 10. Haus steht für die oberste Wahlkommission, die Leitung der Wahl, der Aszendent steht für die Wahl selber und das 12. Haus steht wofür? Richtig, für den liebgewonnenen, guten, alten, bewährten Wahlbetrug. Ja, schön, passt. Also müssen wir noch mehr sagen. Wir haben den Neptun auf der Hauptachse, wir haben die Sonne als Herrscher von 11 im 12. Haus, wir haben Herrscher von 1 und Herrscher von 12. Merkur in Konjunktion noch mit Mond. Und wer ist der Mond? Mond, eingeschlossene Herrscherin des 10. Hauses. Aha, hier gibt es Geheimnisse. Da werden wir auch auf das 8. Haus einen großen Blick werfen müssen. Gut, schauen wir dann auch in weiterer Folge ins 8. Haus hinein. Wir sind da großzügig mit den Stimmzetteln. Die Stimmzettel, da gibt es so viele, das ist ein Wahnsinn, das holst dem Schädel nicht aus. Wir haben Spitze, 3. Haus, das steht für die Stimmzettel im Skorpion. Auf Skorpion geraten, oh, welch Mysterium. Das 5. Haus steht immer für die wundersame Vermehrung. Also aus 1 macht 2, aus 2 macht 4, aus 4 macht 35 und so weiter und so weiter. Und Herrscher des 3. Hauses, Pluto, geruht an der Spitze des 5. Hauses der wundersamen Vermehrung zu stehen. Das ist ja schön. Das ist einmal endlich einmal eine gute Aussage. Endlich einmal können wir sagen, hurra, endlich haben wir wieder ausreichend viele Stimmzettel. Möglicherweise haben wir eine Wahlbeteiligung von 120-130%. Sollte alles schon vorgekommen sein. Bitte nicht wundern, es ist eine komplizierte Wahlarithmetik, auf das wird immer wieder hingewiesen, aufgrund der komplizierten Wahlarithmetik hat wieder die Einheitspartei gewonnen. Richtig. Wurscht, egal, das sind Feinheiten. Brauchen wir uns jetzt nicht so sehr kaprizieren auf ein paar hunderttausend Stimmzettel mehr, damit das ein Blödsinn ist. Drittes Haus. Pluto, aber auch der Mars geruht auch mit den Stimmzetteln in Verbindung zu stehen mit dem 10. Hause. Und dort sind wieder die obersten Wahlbehördenleiter zu finden. Ja, großartig.
Ja, Volksgenossen, es ist immer alles in einer Hand. Ja, das ist sehr praktisch, sehr angenehm, sehr, sehr praktisch und rein zufällig ist er Mars auch Herrscher des 8. Hauses, auch auf Skorpion geraden. Sieh da, Timotheus, die Kraniche des Ibikus, ja, die flattern wieder, sowas, Sachen gibt's. 8. Haus steht übrigens für Tabus, Geheimnisse, ja, Okkultismus ist jetzt vielleicht nicht so angebracht, aber dunkle Machenschaften im Zusammenhang mit den Stimmzetteln. Schauen wir uns da mal ein bisschen näher an, was sich hier so ergeben könnte. Wir haben hier im 4. Haus die Wahllokale. Und Wahllokale hängen irgendwie mit Wahlurnen zusammen. Ja, Wahlurnen könnten ja so ein bisschen, was auch immer. Und wir sehen hier, Herrscher des 4. Hauses, ja, ist Jupiter und der steht im 9. Haus, im Haus der Größe, der Erweiterung. Hängt irgendwie auch ein bisschen mit dem 5. Haus zusammen. Ja, hier sind die Kinder und so weiter. Da ist die Ferne, ja, die Ferne. Da liegen die Sterne. Schauen wir mal, vielleicht gibt uns der Uranus als Herrscher des 5. Hauses, das ist jetzt die Erweiterung, ja, die wundersame Vermehrung, wo der Pluto steht. Pluto ist ja unverschämt viel, aber rückläufig, da hat es was. Also da ist schon ein bisschen Sand im Getriebe. Da könnte es nicht mehr so ganz so rund laufen, aber ist egal. Ist egal. Wir sehen Uranus als Herrscher des 5. Hauses im 9. Haus. Und das 9. Haus hängt ja auch mit dem Ausland zusammen. Richtig, passt. Ausland. Hier haben wir die Wähler. Neptun. Wir haben hier eine Halbsumme. Pluto, Uranus, Neptun. Stimmzettel, Wähler, Vermehrung. Vermehrung der Wähler. Ausland. Was könnte das bedeuten? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wir sehen hier ein Trigon zwischen Aszendent und Uranus, das könnte mit der Wahl zusammenhängen, das ist unglaublich, dass hier Stimmzettel auftauchen mit Ausländern. Viele mysteriöse Vorgänge laufen hier bei dieser Wahl, das ist bemerkenswert, sehr bemerkenswert, sehr bemerkenswert. Neptun ist auch noch Herrscher des 6. Hauses, also das sagt uns, da hat es was, da stimmt was nicht. Ja. Ja. Und hier haben wir den Saturn als Herrscher des 4. Hauses, also die Wahluhren, die Wahllokale im 6. Haus, rückläufig Saturn, ist auch nicht gerade schön gestellt. Also eine aufregende, spannende, ehrliche und anständige Wahl haben wir hier vor uns, also da fällt gar nichts. Aber, wir haben hier 11. Haus, Spitze 11. Haus im Löwen, Sonne als Herrscher von 11 in 12, also die Parteien, mysteriöse Vorgänge, Vernebelung, Unklarheiten geschehen hier. Man erkennt durch den Nebel der Stimmzettelwahl, es flattern ein Schneegestöber an Millionen Stimmzetteln. Man erkennt hier die Wahlparteien, das verschmiert sich irgendwo. Das ist sehr merkwürdig, sehr komisch. Aber was mich persönlich freut, dass wir zumindest die Venus als Herrscherin des 9. Hauses und des 2. Hauses im 1. Haus. Das heißt, diese Wahl wird offensichtlich bestimmt durch das Ausland. Ja. Ausland, haben wir gesagt, ist im Zusammenhang, steht sozusagen in unmittelbaren Verbindung mit der Vermehrung der Stimmzettel. Könnte sich so ausgehen, hier ein Trigon? Ja, wir haben ein Trigon zwischen Venus und Pluto, des Anno. Und für mich ist das eindeutig ein Spiegelpunkt zwischen Uranus und Venus, schauen wir mal. Venus steht auf 3 Grad, Uranus steht auf 27 Grad. Ja, das sind zusammen 30 Grad und 32 Minuten. Also exakter Spiegelpunkt. Passt genau. Ja, hervorragend. Also das heißt, wir sehen, dass hier dann doch offensichtlich, 1. Haus Venus, dass es hier zu Aufregungen kommt. Wir haben ja Aszendent Jungfrau auf Wassermann gerade. Da kommt noch etwas heraus. Also ich glaube nicht, dass das so glatt über die Bühne gehen wird. Also das bezweifle ich persönlich. Denn dieser Mond steht dieser böse Bursche, womöglich auf Skorpion gerade. Ja. Bingo, 1858 im Löwen, Skorpion gerade. Na, da hat er noch ein bisschen etwas vor sich. Also 11 Grad Strecke hat er noch vor sich. Schauen wir mal, was er da so absolvieren wird. Wen wird er noch abklappern mit der Klapperschlange? Ja, das heißt, unmittelbar zuvor haben wir hier ein Sextil zwischen Mond und Jupiter. Also das heißt, das könnte schon einen Tag später, könnten sich hier die Fragezeichen vermehren. 19 Grad, das ist der engste Aspekt auf 5
Minuten. Also das wäre quasi an Ort und Stelle. Noch am 1. September haben wir hier eine wundersame Begegnung, ja, der obersten Wahlbehörden des Mondes mit dem Jupiter, ja, Jupiter als Herrscher des vierten Hauses. Wahllokale, Wahlurnen, ja, das sind die Wahlurnen, die sind hier interessanterweise, ja, sehr gut gestellt. Ja, also starke Verbindung, also immer gut, wenn die Wahlurnen betreut werden, das wissen wir. Wir wissen, in wessen Händen die liegen, aber ist egal. Wir sehen den Mond, der wird den Merkur berühren. Merkur 22 Grad, Mond 19 Grad, in drei Tage später wird es Informationen geben über merkwürdige Zusammenhänge, über merkwürdige Zufälle, weil wir haben hier offensichtlich bei der Wahlbehörde zwei Fraktionen. Ja. Wir haben hier Merkur, der auch Herrscher des 12. Hauses ist. Wir haben aber auch Mond, eingeschlossener Herrscher des 10. Hauses. Das heißt, der hat eigentlich nicht so viel zu besorgen. Aber da gibt es noch jemanden Zweiten. Und der Mond erzählt die Geschichte und er wird dann ein Quadrat zu Uranus bilden und ein Sextil zu Mars. Also das heißt, wir werden hier offensichtlich Mars-Uranus, das schaut ziemlich zeitgleich aus. Ich würde sagen, erst Uranus, dann der Mars. Wir sehen hier Uranus 27 Grad, Mars auch 27 Grad. Das heißt, es wird hier Mond, haben wir ja gesagt, 19 Grad, 27 Grad, ungefähr 28 Grad, 19 Grad. Das heißt, da haben wir 8 Grad, da haben wir, habe ich es richtig gerechnet? Nein, 9 Grad, glaube ich. 9 Grad und das sind dann 10 Grad. Haben wir in 10 Tagen, in 9 bis 10 Tagen, haben wir einen Volksaufstand. Siehst du? Mond, Mars, Mond, Uranus. Ja, die Volksgenossen waren mit der Stimmauszählung so überglücklich, dass sie vor Freude explodiert sind. Richtig. Das Volk bedankt sich mit Mond, Mars, Mond, Uranus. 9 Tage, 10 Tage. Erst jetzt, bitte, meine Rechenkünste. Wieder eine Live-Performance. 1 plus, Moment, warte mal. Wie viel ist 1 plus 10? 8, 7, Moment, 7, 39, 14, 11. 11, eindeutig 11, ja, es wäre immer besser. 11. September, traritrara, die Post ist da. Ja, da geht die Post auch, das kann ich euch versichern. Also das heißt, diese Wahl, diese hochanständige, ehrliche, also von da und von Neptun Energie begleitete Wahl, super, passt. Ich glaube, mehr brauche ich nicht dazu sagen, oder? Ja, es ist so schön, ein Musikant zu sein. Ah ja, ja. Also wunderschön, das ist ein Baum, es schaut aus wie eine Föhre im späten, mittleren Frühmittelspätherbst. Ich glaube, das war in der Periode zwischen Frühling und Winter irgendwann einmal. Ich hätte fast vergessen, die Zahlen habe ich vergessen zu berechnen. Wir haben am Wahltag ist Zahltag, ja, aber ein paar Tage später erst. 1 plus 9 ist die 10, plus 2 ist die 12, doppelte 12, 14, 18, 9. Na, nicht schlecht die Zahl. 1. Hier ist ein Neubeginn. Ha? Neuer, da haben die neue Methoden erfunden. Komisch, ich habe immer geglaubt, es läuft über die Stimmzettel und die Wahlkarten. Und Wahlauszählung, möglicherweise wird was Neues. Und die 10 zeigt das Rad des Schicksals. Das heißt, wir werden es hier mit einer schicksalshaften Wahl zu tun haben. Ja, das kann ich durchaus sagen. Also das wird eine Trendwende sein. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, nein. Wenn du glaubst, dass es 2025 in Deutschland noch zu Wahlen kommen wird, Bundestagswahlen werden nicht mehr stattfinden. Ist nicht mehr nötig, brauchen wir nicht mehr. Da werden sich schon viele Dinge verändert haben. Die 12, der Gehängte, die Welt steht Kopf. Ja, also das soll hier der Betonblock sein, der hier die 12 belastet. Also hier eine Kopfstandwahl wird das sein. Ja, es ist Kopfstand. Ja, man hat ja geglaubt, aus den Jungfrau ist ruhig und still und keine Wellen und nichts viel erwähnen, aber das wird sich anders entwickeln, weil Wassermann gerade, wumm, da wird es resch werden. Die 14, naja, die Mäßigkeit. Naja, okay, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommst du ohne ihr. Ich weiß nicht, ob die 14 vielleicht, ja, was sind denn? Jungfrau, aber das funktioniert nicht. Das ist entscheidend. Das Ergebnis. Die 18. Die Täuschung, das Ende der Täuschung, die Enttäuschung. Die Enttäuschung wird zu Enttäuschung. Großartig. Und das führt natürlich genau zu 9. In die Weisheit und in die Wahrheit. Oh, hier kommt die Wahrheit heraus. Na,
Da freuen wir uns aber. Die alte Zahlenreihe war der 1.9. Die neue Zahlenreihe ist der 10. Grad des 6. Monats im um 282 Jahre korrigierten Jahr 1742. Tut mir leid, wir befinden uns jetzt im Jahr 1742. Ja, Entschuldigung, kann nichts machen, Kalender, es ist alles falsch, es ist alles beschiss. Der Wochentag ist falsch, wir haben heute einen keltischen Dienstag, der Monat ist falsch, es ist alles falsch. Aber sonst ist alles richtig. Du siehst hier, die Sonne steht auf 9 Grad 17, das heißt im 10. Grad, passt. Wir haben den 6. Monat, Jungfrau, 1, 2, also von wieder gerechnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, passt auch, also besser geht. Nicht nur das Ergebnis, wie ist das großartig, ist das Ergebnis spannend, ist es interessant, schauen wir uns an. 10 plus 6 ist die 16, plus 1 ist die 17, ist die 24, ist die 28, ist die 30 und 3 plus 0 kann ich freihändig rechnen, ohne Taschenrechner. 3 plus 0 ist 8, na, ist ein 3er. Gut, aber im zweiten Versuch haben wir es bockt. Die 10 hatten wir schon, eine schicksalshafte Wahl, eindeutig. Und an zweiter Stelle haben wir die 16. Aha, die Wassermannzahl, da bricht etwas zusammen, da stürzt etwas in sich zusammen. Was könnte das wohl sein? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie herausfinden. Die 17, eine Schutzzahl. Offensichtlich schaut es besser aus, als wir glauben. Natürlich, wenn die Wahrheit rauskommt, ist ja logisch. Aber wer außer 99% der Menschen will schon die Wahrheit wissen? Kontrolliert durch 1% diesen Planeten. Ne? Schaut aber so aus, als würden die 99%, 99%, ja und so weiter. Die 24 zeigt, dass es zu Streitigkeiten, zu Auseinandersetzungen kommen wird. Und die 28, wenn ich die 2 und die 8 zusammenzähle, 10 Tage vielleicht, ja, ist ja Blödsinn, ist ein blöder Schmäh, aber die 28 zeigt auf Sturheit verhärtete Fronten, kann durchaus sein. Aber wir sehen hier Mond, Uranus im Quadrat, das sind Volksaufstände, weil Mond steht auch immer für die Bevölkerung. Und natürlich im Löwen lassen sich die Leute nicht verarschen. Vielleicht hätte da, sagen wir so, die originelle Stimmauszählung, vielleicht hätte es funktioniert, wäre der Mond in der Jungfrau gewesen, also gutmütig gestellt, aber das wäre es auch schon. Aber Mond im Löwen, na, das läuft nicht mehr. Die 30 ist eine schöne Zahl, eine Schutzzahl, aber auch eine Zahl des Rückzuges. Na, wir hoffen, dass unsere Stimmenauszähler dieses Mal einen Rückzug machen werden. Schaut ganz danach aus. Die 3, Uranus, da ist er schon wieder. Die Herrscherin, na, das könnte ähnlich wie der 16 auch zur Folge haben oder ähnlich wie die 16 Veränderungen. Dankeschön, liebe Zahlen. Jetzt wissen wir all das. So, jetzt geht's aber zurück in die Botanik, in die Kälte des Frühlings oder was, der Winter da. Irgendwann was. Wenn du noch nicht Bescheid weißt, wir hier auf Tageshoroskop visualisieren. Wir gestalten mit unseren mentalen Kräften die Zukunft frei nach Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Mentale Kräfte sind unser stärkstes Kraftpotenzial. Diese menschlichen, irdischen Fähigkeiten sind ein bisschen schwach, aber mit unserem Bewusstsein können wir, ja, das ist raureif, das war doch kalt. Hat ein paar Minusgrade gehabt, aber das ist wurscht. Ja, also jetzt im Sommer wäre es vielleicht angenehm gewesen, ja, Handschuhe habe ich auch gehabt. Und ich bitte dich, wenn du noch nie mitgemacht hast, am heutigen Tag und die weiteren Tage in weiterer Folge um 19.50 Uhr für 1, 2, 3 Minuten einfach positive Szenen, positive Bilder visualisieren. Wir schaffen das. Ja, der dümmste Spruch des Jahrtausends. Und dadurch haben wir einen wesentlichen Beitrag für diesen Zeitenwechsel, für diese Zeitenwende geschaffen. Mentale Kräfte bedeuten Befehle. Gebete, ja, heißt, ich bitte und bettel eine höhere Instanz an, sie möge mir helfen. Ist, kann sicher auch hilfreich sein, will ich nicht in Abrede stellen. Aber das Visualisieren ist meines Erachtens stärker. Visualisieren heißt, mein Wille geschehe, also ein Befehl. Deswegen bitte geben wir weiter positive Befehle. Wir wollen die kosmische Harmonie auf diesem Planeten zurückhaben. Wir wollen das Ende der satanischen Bevormundung. Wir wollen das Ende der Machtspiele und der Kontrollspiele. Wir wollen das Ende dieser erstickenden, allmächtigen Verwaltung. Das wollen wir alles nicht mehr. Ich habe das früher immer als Verwaltungsterror bezeichnet, ohne irgendjemanden Vorwürfe zu machen. Das ist einfach so. Machtsysteme haben die Eigenschaft, nach immer mehr und mehr und mehr Macht zu streben, bis sie so viel Allmacht haben, dass wir eigentlich total zerdrückt werden. Und jetzt haben wir mit heutigem Tag, wo der Merkur wieder direktläufig ist, haben wir den Wendepunkt erreicht.
Und das ist gut so. In dem Sinne, einen großartigen, aktiven, keltischen Marstag. Bitte mach was draus. 3 dynamische Minuten, positives Visualisieren um 19.50 Uhr beginnend. Alles Liebe, dein Astrowolf. Ende.